Das Treffen mit Hatem ist ja so eine Sache, die sich Razak so in den Kopf gesetzt hat, die sie durchziehen möchte, beziehungsweise, also ihr Ziel ist es ja zu heiraten. Und ich glaube, am Anfang ist sie so voll strikt und klar, was sie möchte. Sie weiß ganz genau, sie möchte heiraten, sie möchte den Typen kennenlernen. Sie nimmt gerne den Vorschlag an, der ihr da gemacht wurde, lässt sich darauf ein. Der soll zur Familie kommen zum Essen. Und wenn dann dieses Essen vor der Tür steht, dann zieht sie so ihren Schwanz ein. Und dann kriegt sie so langsam Angst und weiß irgendwie nicht, was auf sie zukommt. Und da fangen so die Zweifel bei ihr an. Und ja, das ist dann, gehen dann so Sachen durch den Kopf, ob was, wenn Hatem sie nicht mag, was, wenn sie ihn nicht mag, wie soll sie ihm das denn klar machen und so. Und ich glaube, sie ist dann bei dem tatsächlichen Treffen so mega zurückhaltend und auch ein bisschen lost, bis Hatem dann die Stimmung so auflockert und ihr heimlich beim Essen unterm Tisch diese Nachricht schreibt. Und ich glaube, das ist das, was sie so catcht und was sie warm macht. Wenn Jazz Paulas Villa betritt, ist der erste Gedanke, der ihr in den Kopf schießt, glaube ich, so möchte ich auch mal leben. Alter, was? Schau mal! Wie nice ist das denn? Das ist Jazz absoluter Traum. Das ändert sich aber ja relativ schnell, wenn sie in der Szene erfährt, dass Paula, obwohl sie so viel Geld hat und also ihre Eltern so viel Geld haben, auch noch als Influencerin sämtliche Kleidungsstücke geschenkt bekommt und dafür nicht mal Geld ausgeben muss. Und das macht sie total wütend und sauer, weil sie denkt, dass die Leute, die eh schon alles haben, die kriegen alles, um es in ihren Worten zu sagen, in den Arsch gesteckt. Ich glaube, für Razak ist es schon, dass sie weiß, dass es eigentlich dreckiges Geld ist und dass sie damit eigentlich nichts zu tun haben möchte. Aber trotzdem ist da so eine gewisse Begeisterung, so viel Geld zu sehen, weil die Mädels kennen das einfach nicht. Und ich glaube, so heimlich findet sie das eigentlich auch voll cool. Weiß aber, dass das also vom Kopf her, dass das eigentlich nicht so geil ist. Sie sind total überwältigt, weil sie, glaube ich, noch nie so viel Geld in der Hand hatten, haben aber auch gar keine Relation zu Geld. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht, wie sie jetzt damit umgehen sollen, wie sie das aufteilen sollen. Und Jazz hat vor allen Dingen gar keine Vorstellung davon, wie teuer Luxusartikel wirklich sind. Also wenn sie dann da in diesen Gucci-Store reingehen und sie denkt, sie kann sich da komplett von oben bis unten einkleiden und merkt, dass sie eigentlich mit diesem vielen Geld, und dem sie ja dachte, dass es unglaublich viel jetzt gerade ist, sich eigentlich nur eine blöde Cappy leisten kann. Das ist dann, glaube ich, schon eine ziemliche Realitätsklatsche für sie. Ein wohlhabendes Leben zu führen, das ist, glaube ich, so ihr Traum. Aber sie weiß, ich glaube, sie weiß gar nicht wirklich, was das für ein Leben ist und ob das wirklich so glorreich ist oder so erstrebsam, wie sie denkt. Wie viel kostet die Jacke? 2.600 Euro. Okay. Ich überleg's mir noch. Ich denke, wenn vier Mädels aus Wedding auf einmal so viel Geld haben, weiß man nie, wie man damit umgehen soll. Also ich denke nicht, dass man erstmal spart. Ich denke schon, dass man erstmal das Ganze ausgibt und dann darüber nachdenkt, was man alles eigentlich machen könnte. Also erstmal fühlen sie sich mit so viel Geld in der Hand ziemlich gut. Ist schon nicht schlecht. Sie können das halt ausgeben für unglaublich viele unnütze Dinge. Aber genau das ist es eben, dass sie einfach den Umgang mit so viel Geld überhaupt nicht kennen. Die wissen gar nicht, also die wissen überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Und dann geben die das halt aus für Klamotten und Schmuck und mieten sich in so eine Suite ein im Hotel und machen einfach alles, was sie schon immer mal machen wollten. Aber ja, also ein Sparbuch legen sie sich jetzt nicht an. Also, wäre vielleicht ganz schlau, aber ja. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe auch keine Zeit für eure Scheißtermine. Ich will ein Ultimatum, eine Woche, sieben Tage. Ich wiederhole die Ansage in drei simplen Worten. 50.000 Cash in einer Woche bei mir zu Hause. Wir fahren, ich habe die Schnauze voll. Ey, wir haben keine 50.000 Euro. Woher wollen wir denn 50.000 Euro herkriegen, Mann? Wir haben das Scheißzeug nicht geklaut. Erstmal ist es einfach eine Panik- und Schocksituation. Weil 50.000 Euro sind einfach eine absurd hohe Summe und sie können sich überhaupt nicht vorstellen, woher sie dieses Geld kriegen sollen. Und dann versuchen sie so schnell wie möglich, sich irgendwelche Lösungen auszudenken.
Die meisten davon sind nicht wirklich legal. Also für die Mädels geht natürlich plötzlich eine Welt unter, die sie sich neu erschaffen haben. Das war eine Welt voll Hoffnung, voller neuen Ideen, voller Träumen, die vielleicht bald in Reichweite sind. Und das wird plötzlich wieder zerstört und sie realisieren, dass sie eigentlich noch viel schlechter dran sind, als sie vorher eh schon waren. Ein Drogenboss möchte seine 50.000 Euro haben von Mädels, die kaum Geld haben. Und ja, wir waren einfach schockiert und wussten nicht, was wir machen sollen. Aber wir waren in dieser Situation und mussten irgendwie eine Lösung finden. Ja, da konnten wir uns nicht verstecken, weil der Pascal findet uns.